Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind wieder bei The Hunter Call of the Wild und wir sind heute mal auf Leighton League unterwegs. Wir werden heute eine kleine Earthjagd anstarten und ja, wir schauen jetzt einfach mal rein, was so geht. Ich hoffe, ihr habt das die Woche gut genossen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, das letzte. Wenn ihr es nicht gesehen habt, am Ende vom Video wird es wieder einblendet, dann könnt ihr nochmal das vorherige Video anschauen. Ja, und wir starten jetzt direkt eine in The Hunter. So, da, jetzt müssen wir mal schauen, in welche Richtung das wir heute mal gehen, weil ich bin da nicht so weit mit der Karte, ne? Ja, da geht's knallt rein, schon ein bisschen weg. Da herunten haben wir noch nix. Ja, ich bin irgendwie der Meinung, dass wir mal in die Richtung gehen sollten. Oder in die. Das werden wir ganz einfach machen, wir werden uns einen Quad schnappen. Und uns mal auf den Weg machen, da oben zu. Einfach mal ein bisschen die Karten freischalten. Und uns anschauen, was da geht. So. So, wir sind jetzt da unten oder fahren wir da runter? Zap, 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 zap. Fahren wir mal in die Richtung. Snacken wir uns schnell. Mit dem Quad ist halt das, dass im Umkreis von 1 Kilometer ganz gesund mehr steht. So, jetzt sind wir bei dem Außenposten angekommen. Wir schauen jetzt mal, schalten mit dem frei, dann schauen wir, wo der nächste Außenposten ist. Ja, vielleicht holen wir uns dann gleich zu Fuß. Obwohl, wenn ich Hoffnung habe, dass da jetzt in der Umgebung noch irgendein Viech steht, sage ich ganz ehrlich. Gut, dann werden wir uns jetzt da unten mal umschauen. Vielleicht gibt es da unten eine Viecher.
los geht's. Schauen wir uns an. Ob es da irgendwo eine Viecheli gibt, ist die Frage. Mal schauen. Ich schaue ganz stark nach Weißwedel aus. Nein, nicht einmal, ist ein Elf. Suchen wir unseren Krieger mal. Vielleicht kriegen wir eine Antwort. Die Hoffnung stirbt nämlich zuletzt, dass wir jetzt noch was finden. Weil das mit dem Quote ist immer so eine 50-50 Chance. Es kann sein, dass die Viecher da dumm stehen. Was ich persönlich aber immer bezweifle, weil das Gerät ja richtig laut ist. Da kannst du nur mehr auf gut Klick jagen, sag ich jetzt einmal. Auf Flaken liegt mein Gräster, was ich geschossen habe, vom Elch her war ein 4er. Das Fragezeichen aktiviert. Kann sogar Außenposten sein, mit gut Klick. Ja, was kann ich noch erzählen? Ja, in der Zwischenzeit, wo wir da dumm torkeln. Es wird wieder neue Videos geben vom Landschaftssimulator 22, nur dass ihr das wisst. Und ja, da werden regelmäßigere Videos kommen und ja, oh, lasst euch überraschen, da wird noch was Gräberes kommen, sage ich jetzt mal. Gut, Chaos und Toast. Und dann ist so ein wichtiges Starklumpenhaufen oder so. Da schaut es aber gut aus mit Elche. Das ist ja gewesen. Ich kann das nicht nehmen. Die Spur jetzt da. Auch eine Elchdame. Was bei den Elchen auch wieder schade drum ist, ist einfach das, dass die Elchdamen auch wieder keine Wertung haben. Die haben nur kriegst Gold dafür, das ist das Einzige. Ja, und jetzt schauen wir uns ein bisschen um, was es da in der Nähe so gibt. Das ist freie Fläche, das ist schon mal sehr gut. Die Fußspuren her müssen da ja, ich muss da ja Party sein, dass sie sagst. Aber es kann auch die Uhrzeit auch sein, dass die Uhrzeit jetzt gerade nicht zusammenpasst.